Wir haben vor kurzem den Minato One-Shot-Manga bekommen, wo es einiges zu besprechen gibt. Also dazu werden auch noch ein paar Videos kommen, so, weil da konnte man echt gut Informationen reinhauen. Auch wenn es anfangs vielleicht nicht so krass wirkt. Aber da ist schon einiges drin verpackt, darunter auch kleine Details, die vielleicht nicht jedem auffallen. Und davon habe ich hier mal 10 Sachen rausgefischt. 10 Sachen, die du möglicherweise verpasst hast. Ein paar Sachen hiervon werden natürlich offensichtlicher sein, manche weniger offensichtlich. Ich hoffe einfach, hier werden ein paar Sachen dabei sein, die dir nicht aufgefallen ist so. Aber gut, wenn ihr mehr Minato-Manga-Content sehen wollt, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Video an. Und wir fangen mit einer Sache an, womit der Manga gestartet hat. Nämlich Han und Roshi mit Son Goku und Kokuo. Also der Vierschwänzige und der Fünfschwänzige. Denn hier sehen wir etwas, was wir von den anderen Bijus nie gesehen haben, außerhalb von Kurama. Nämlich, dass sie auch so einen Chakra-Modus haben. So ein Chakra-Avatar, so Susanoo-mäßig, wenn man es damit vergleichen will. Man ist bisher immer davon ausgegangen, dass Kurama der einzige Biju ist, der das kann. Vielleicht mit der Spekulation, dass Matatabi, also der Zweischwänzige, das vielleicht auch kann, weil sie irgendwie eine Chakra-Katze ist, irgendwie, keine Ahnung. Aber von den anderen Bijus ist man nie davon ausgegangen, so, dass sie auch so einen Chakra-Modus haben können. Und hier sehen wir es halt sehr gut. Einmal wurde die Biju damals aufladen, man hat nur ihre spirituellen Köpfe, sag ich mal, da. Aber das geht dann auch noch weiter. Wenn die Biju damals abfeuern, sind die halt wirklich so komplett manifestiert in durchsichtigen Chakra über den Jinchuriki so. Als ob die wirklich halt Susanoos wären. Wie halt Kurama, wenn Naruto ihn benutzt in dieser Chakra-Form. Ein Detail, was sehr cool und wichtig für das Wissen der Bijus ist, weil das ist ein Fakt, der uns nicht bekannt war davor. Die zweite Sache, die man vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hat, ist das Team von Jiraiya hier, was wir auch am Anfang gesehen haben gegen die Bijus. Minato, Dekai, der andere Dude in dem Team und das Girl, wovon wir den Namen nicht erfahren haben, leider, was mich traurig macht, Mann. Aber ja, dieses Team haben wir damals schon in Naruto gesehen. In einem kleinen Flashback, wo wir Jiraiyas Team als Kinder gesehen haben, wo wir klein Minato gesehen haben, Dekai und die anderen noch dazu, mit dem Jiraiya als Sensei so. Das ist dieses Team, was wir jetzt hier in etwas älter bekommen haben, was verdammt cool ist. Und eine Sache, die mich hier stört, ist, dass wir den Namen von dem Girl nicht erfahren haben. Denn sie gibt mir sehr krass Uchiha-Vibes. Erstmal natürlich ihre Haar- und Augenfarbe so, die diese schwarzen Augen mit diesen bläulich-gräulichen Haaren. Dann trägt sie einen gewissen Kleidungsstil, den man hauptsächlich nur bei Uchiha sieht. Sowas bläulich-lilanes mit einem Kragen, der komplett hochgeht bis zum Kinn irgendwie, der komplett geschlossen ist. Das ist vom Outfit-Style her schon sehr Uchiha und etwas, was die Uchihas von Anfang an getragen haben. Und deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass sie ein Uchiha ist, nur wissen wir es leider nicht. Aber das wollte ich einfach mal reingeworfen haben. Bleiben wir dann auch nochmal kurz beim Team für den dritten Punkt. Nämlich haben wir in dem Chapter erfahren, dass das Team von Jiraiya Team 6 ist. Wo man sich jetzt denken kann, okay, ja gut, ist nichts, was man wirklich übersehen kann. Aber was man da vielleicht nicht so ganz bedenkt, damals ging gefühlt jeder, aus welchem Grund auch immer, davon aus, dass es Team Jiraiya, Team Minato, was auch immer, Team 7 war. Und deswegen dann auch Naruto und Team 7 war und keine Ahnung was alles. Aber nee, das Team von Jiraiya war nicht Team 7. Und ich meine, ihr könnt es selber nachschauen. Ich habe extra nachgeguckt, ob ich da irgendwie spinne. So, ich habe sogar nachgegoogelt, Jiraiya Team 7, Minato Team 7, keine Ahnung was. Und da wird dieses Team angezeigt, so, weil Leute wirklich damals behauptet haben, dass es Team 7 wäre. Aber nein, es ist Team 6. Eine Information, mit der wir wahrscheinlich nichts anfangen können, aber die ich trotzdem reinwerfen wollte, einfach nur wegen diesem Missverständnis, dass viele Leute damals dachten, dass es Team 7 war. Als vierten Punkt haben wir ein kleines Detail, was vielleicht nicht jedem aufgefallen ist, nämlich den Hintergrund, wenn Minato mit Kushina redet, darüber, dass er jetzt trainieren muss, so, dass er das Rasengan entwickeln will und deswegen nicht mit Kushina trainieren kann, Versiegelungsjutsu lernen kann und sonst was. Da sehen wir im Hintergrund, wie ein Kid Obito rumläuft, ein Kakashi begrüßt, der mit Gai zusammen rumläuft und ein bisschen später, wenn Minato zum Training geht, sehen wir noch Kurina und Azuma im Hintergrund. Ein kleines Detail, was einfach schön anzusehen ist und was vielleicht nicht jedem aufgefallen ist. Als fünften Punkt habe ich eine Sache, wo man schon sehr außerhalb des Tellerrands denken muss. Nämlich haben wir hier ja vom Mito Uzumaki erfahren, so, dass sie Kurama besser verträgt und besser unter Kontrolle halten kann, weil sie Liebe empfindet, weil sie lieben kann, weil sie Hashirama hat, eine Person, die sie liebt. Und Kushina soll sich ebenfalls eine Person suchen, die sie liebt, weil es auf jeden Fall das Jinjuriki
Kaneki-Leben erleichtern kann. Und jetzt möchte ich mal, dass sie zurück an Gaara denkt. Gaara, der sein Bijo absolut nicht unter Kontrolle hatte, deswegen nicht schlafen konnte und keine Ahnung was alles, die ganze Zeit auf der Suche nach Liebe war. Er hat sich selbst Liebe in die Stirn reingeritzt, so, weil er unbedingt diese Liebe gewollt hat. So, er hat nach der Liebe gesucht, aber hat sie nicht bekommen, so. Und ja, war halt instabil, was Shukaku anging. Aber dann hat er Naruto kennengelernt. Naruto, der einzige und erste, der ihn richtig respektiert und geliebt hat. Jetzt auf nicht romantischer Ebene, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So dieser Respekt, so, wir sind gleich, wir sind dieselbe Person, so, diese Art. Und dieser Respekt, den er ihm gegeben hat. Und ab dem hat Gaara es geschafft, Shukaku unter Kontrolle zu halten. Ab dem Punkt, wo Gaara diese Liebe, diese Zuneigung, diesen Support fühlen konnte von Naruto, einen, der genau wie er ist, das war der Punkt, wo er auch gelernt hat, Shukaku unter Kontrolle zu halten. Ich weiß nicht, wie gewollt das war oder was für ein Zufall das sein muss oder sonst was, aber das ist ein sehr cooler Zusammenhang, der so viel Sinn macht. Kommen wir dann wieder zu Minato im sechsten Punkt und um das Rasengan. Denn das Rasengan hat er hier viel schneller erschaffen, als wir es gedacht haben. Ich bezweifle mal, dass hier mehr als eine Woche vergangen ist oder sowas, seitdem er gegen die Bijus gekämpft hat. Weil wir halt noch gesehen haben, dass sie halt noch Bericht an Hiruzen erstatten müssen, was sie da im Krieg gesehen haben mit den Bijus und sonst was. Aber Minato hatte schon angefangen, das Rasengan was zu trainieren. Also lass es 2-3 Tage sein oder sonst was, können wir nicht faktisch sagen. Aber er hat auf jeden Fall schon mal davor angefangen, das Rasengan zu trainieren. Und dann an den Tag hat er es geschafft, das Rasengan endlich fertigzustellen, beziehungsweise die Grundbasis davon, dass er wirklich so eine Spiralkugel hat. Ja, und das wahrscheinlich in einer Spanne von 3 Tagen oder sowas um den Dreh rum, was halt nochmal zeigt, was für ein Genie er ist. Wir dachten immer, Naruto wäre das Genie, weil er es in 7 Tagen, mehr als 7 Tagen, aber 2 Wochen um den Dreh rum gemacht hat. Boruto wäre ein krasses Genie, weil er es auch ein paar Tagen gemacht hat, so. Aber Minato hat es von Grund auf erschaffen in dieser Zeit. Aber er hat es wohl nicht perfektioniert. Wir haben damals ja die Info bekommen, dass Minato 3 Jahre, glaube ich, gebraucht hat, um das Rasengan zu meistern. Und da wird es, glaube ich, drunter sein, so. Wir sind immer davon ausgegangen, dass er 3 Jahre gebraucht hat, um es auch richtig zu erschaffen, dass es wirklich normal klappt, wie ein normales Rasengan. Aber nee, er scheint es hier schon geschafft zu haben, aber hat es wohl dann weiter ausgebaut oder weiter perfektioniert, dass es vielleicht weniger Chakra benötigt oder keine Ahnung was. Man kann nicht sagen, was da genau abgeht. Aber er hat es auf jeden Fall sehr, sehr schnell erschaffen, was krass ist. Dann als 7. Punkt haben wir, wie lächerlich die physische Kraft von Minato sein muss, seine Widerstandskraft. Er war erschöpft von Training, hat das Rasengan das erstmal geschafft, er war etwas erschöpft nach dem Training mit Jiraiya. Hat sich nicht mal wirklich ausruhen können, er war gerade dabei, sein Essen auszupacken. Dann kam Kushina, wo Kurama dann durchgedreht ist. Und Minato dann erstmal quer aufschlitzt, so nach oben. Und ich meine, wir haben es damals gesehen bei Sakura, dass sie schon gut gelähmt wurde, nachdem sie von Kurama angegriffen wurde. Minato wurde komplett weggeschlitzt gefühlt, so, aber er steht noch und konnte trotzdem weiter angreifen, konnte ein Siegel an Kurama ansetzen. Aber dann kommt es noch härter. Kurama lässt noch mehr Chakra raus, so dass Kushina in den Level 2 Bijo-Mode kommt, wenn man so sagen will. Also nicht mehr, wo nur die Blasen so da sind, sondern wirklich dieses dunkle rote Chakra, was komplett alles bedeckt. Und sie hat da 7 bis 9 Schwänze in dem Punkt. Wir sehen am Anfang, dass sie da 7 Schwänze hat, aber vielleicht sieht man die anderen beiden nur nicht. In dem späteren Shot sieht man, dass da 9 Schwänze rausschauen. Und dieser Kurama hat Minato durchbohrt, durch die Mitte, komplett Hand durch. Und Minato war trotzdem noch stark genug zu stehen, das Siegel weiter aufrechtzuhalten, spirituell in Kushina reinzugehen und da nochmal ein Rasengan zu machen, um Kurama anzugreifen, um Kurama aufzuhalten. Wie krank ist Minato in dem Punkt? Und ihr müsst mal bedenken, ein 4-schwänziger Kurama in Naruto hat einen Kratzer bei Jiraiya gemacht und Jiraiya meinte damit, yo, er hätte mich fast umgebracht damit. Er ist fast gestorben. Es war mehr als nur ein Kratzer, aber so ziemlich war es nur ein Kratzer. Es war eine Narbe halt einfach nur so. Es schien nicht so, als ob er durchlöchert wurde. Aber das war auch nur die Hälfte von Kurama. Hier haben wir Kurama mit der doppelten Menge von Schwänzen, die rauskommen. Also viel krasseres, stärkeres Chakra. Und es ist der komplette Kurama, was ihn nochmal mindestens doppelt so stark macht. Und der hat Minato komplett durchlöchert, durchbohrt. Und Minato hat weitergemacht. Das ist heftig, was Minato da gezeigt hat, Alter. Und wenn wir schon beim durchlöcherten Minato sind, kommen wir hiermit zum 8. Punkt. Nämlich, dass Minato, Naruto und Boruto jeweils von ihrer nächststehenden Person mit einer speziellen Kraft, die sie ummantelt hat, durchbohrt wurden, also komplett mit der Hand durch. Bei Minato, wie wir es halt gesehen haben, war es Kushina mit dem Kurama-Chakra auf ihr so, der ihn halt durchbohrt.
Sport hat. Bei Naruto hatten wir es damals im ersten Kampf gegen Sasuke im Tal des Endes. Da hat Sasuke mit dem Fluch mal ein Chidori durch Narutos Brust gemacht, wo die Hand auch komplett durchging, also auch komplett gelöchert hat. Und bei Boruto war es genauso. Boruto wurde von einem Kawaki mit dem Karma auch durchlöchert, durch die Brust komplett durch. Man, was haben die alle, Alter, von Generation zu Generation so? Wie soll es in Zukunft dann noch weitergehen? Man, die Armen. Aber bei Minato und Kushina ist am Ende alles gut geworden. Bei Naruto und Sasuke ist am Ende alles gut geworden. Mal schauen, ob es sich mit Kawaki weiter durchziehen wird. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt. Nämlich, nachdem Minato so krass verletzt wurde von Kurama, war er ja im Krankenhaus. Und was man mal da beachten muss, ist, dass Tsunade halt da war. Was Sinn macht, weil Minato war tot. Minato war physisch bestimmt so ziemlich tot bei dem, was er abbekommen hat. Und da braucht es eine Tsunade, um ihn zu heilen. So, Tsunade ist nicht einfach so zum Besuch da. Tsunade war diejenige, die Minato heilen musste. Und wir sehen, dass Tsunade auch kein Byakugo mehr auf der Stirn hat. Was auch darauf hindeuten lässt, dass sie auch ihr Byakugo no Jutsu nutzen musste. Also ihr Siegel auf der Stirn nutzen musste, um Minato zu heilen, wieder Leben einzuhauchen. So schlimm war es wahrscheinlich so. Ein kleines Detail, was man einfach hinnimmt, worüber man nicht so nachdenkt. Deswegen wollte ich das hier auch einfach mal rausholen. Und die letzte Sache, die ich hier ansprechen will, ist der Schmetterling, der sich durch den ganzen Manga zieht. Wir sehen ganz am Anfang, als Kushina eingesperrt war, sage ich mal, in ihrem Haus, wo sie gesagt wurde, yo, du darfst nicht raus, du darfst das Siegel nicht verlassen, so, also du darfst hier nicht raus, so. Da sehen wir, wie draußen ein Schmetterling rumfliegt, während Kushina sich denkt, man, ich kann nicht drauf warten, bis ich hier raus bin und endlich mit Minato sein kann, endlich mit ihm zusammenleben kann, so. Und das zieht sich dann halt so weit durch, bis zum Ende, auf der letzten Seite oder auf den letzten Seiten sehen wir, wie der Schmetterling bei Minato landet, während Kushina oben auf dem Dach mit Minato ist, wo ja Mito schon gesagt hat, yo, finde jemanden, den du liebst, so, mit dem du zusammen sein kannst, so, und das war auf diesem Dach so. Ich hab's gerade komplett dumm erklärt, aber ja, dass sie halt wirklich jetzt diese freie Person ist, die mit Minato sein kann und der Schmetterling genau dann bei Minato ankommt, so, dieser Schmetterling, der sich einfach durchgezogen hat, als Symbol für die Freiheit und die Liebe von Kushina und Minato, so schön beendet wurden. So ein kleines Detail, was ich auch noch ansprechen wollte. Aber gut, schreibt mal in die Kommentare rein, ob ich hier was erwähnt habe, was euch nicht so ganz aufgefallen ist oder nicht ganz bewusst war. So, würde mich freuen, wenn ich euch da was in den Kopf hochholen konnte. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es jetzt nicht der Fall war. Schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr auch noch ein paar Details habt, die mir vielleicht nicht aufgefallen sind. Wer gerne Kanalmitglied, um mich und den Kanal zu unterstützen, Teil der Shinobi-Allianz, würde mir unendlich viel bedeuten. Genau, wie es mir unendlich viel bedeutet, an jeden, der schon Teil der Shinobi-Allianz ist. Danke euch alle, bedeutet mir unendlich viel. Das war's mit dem Video an der Stelle. Passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!